Herzlich willkommen, du Shakes and Fidget Fan. Ja, heute mit ein bisschen anderer Hintergrundmusik, das nicht immer dasselbe ist. Für den Kenner vielleicht weiß er sehr, um was es sich hier dreht. Wir befinden uns wieder hier in einer neuen Runde Shakes and Fidget. Der Hellevator ist ja vorbei. Genau, der ist ja gemütlich rumgegangen. Wir haben hier einen gelben, einen orangenen Stein erhalten. Ja, mega cool. Unsere Gilde, wie gesagt, immer noch 22. Ich habe mal ein paar rausgeschmissen. Wie gesagt, ich behalte die hier weiter. Aber wir machen uns ziemlich gut, ne? Mittlerweile hier 51. So, zack. Sehr schön. Ich lasse auch gerade nebenbei den Stream laufen, der gerade parallel läuft, der Stream von Shakes and Fidget, dass ich hier dieses Achievement kriege. Muss jetzt 200 Stunden laufen lassen. Aber ja, ich habe jetzt mal hier Expeditionswahl. Ja, das wollte ich mir jetzt mal angucken. Wir nehmen mal das 25 Abenteuer. Willkommen auf der ersten Expedition. Klicke einfach irgendwo, um fortzufahren. Auf insgesamt 10 Lichtungen musst du je eine Wahl treffen. Hier wird dir dein aktuelles Heldentum angezeigt. Je mehr Heldentum du am Ende gesammelt hast, desto mehr Erfahrungspunkte erwarten dich. Deine gewählten Auftrag kannst du dir hier anzeigen lassen. Du erhältst darüber Hinweise, was du auf dieser Expedition sammeln solltest, um zusätzliches Heldentum zu erhalten. Dieses Etablissement fehlt es an zivilisierten Utensilien. Bring mir 3 Klopapierrollen. Okay. Damit die Klopapierrollen. Super, du hast hier schon einen von 3 Klopapierrollen. Wenn du dieses Wissen möchtest, was du aktuell dir gegenüberstehende Begegnung für den Nutzen haben, klick auf den praktischen Lumpen. Okay. Du hältst immer Gold? Okay. Den Schlüssel. Begegnest du ein Wandern dein Expeditionsinventar? Wenn du deinen Gegenständen in deinem Expeditionsinventar anklickst, bekommst du eine genauere Info. Begegnung. Du hältst immer Gold. Lalalala. Ah, du Glückspilz, greif die Schatztruhe mit deinem zuvor gefundenen Schlüssel öffnen, um zu verbergen. Oh, sehr schön. Neben Gold kannst du übrigens auch ab und an Sanduhren in Schatztruhen vorfinden. Einige Events sorgen dafür, dass du sogar andere Ressourcen in Schatztruhen findest. Wenn du hier die Klopapierrolle auswählst, hast du den Auftrag erfüllt und bekommst einen Heldentum-Bonus. Gut geschrieben. Jö. Echt ein fiesen Wesen, bla bla bla. Wählen Sanduhr. Okay, müssen wir also. In deiner ersten richtigen Spiel kannst du Wartezeit von sogar gratis überspringen. Ansonsten kannst du diese Wartezeit zum Beispiel mit Sanduhren überspringen. Na, bist du nicht dankbar, dass ich dir Sanduhren... Ja, super, dankbar. Wenn du mal nicht weiter weißt, krieg jederzeit auf den Infoknopf und detaillierte Übersicht zu den Inhalten der Expedition zu erfahren. Okay. Der Expeditionstraining ist damit abgeschlossen und alle weiteren alleine. Okay. Oh, da werden wir mal direkt hier ins offene Messer geworfen hier. Zack. Okay, was haben wir? Oh. Sehr schön, sehr schön. Ja, überspringen wir mal. Ja, finde ich an sich ziemlich cool. Würde ich aber auch nochmal. Ja. Lässt sich hier Abenteuer. Statt Expedition. Ah, können wir das gerade nicht rausmachen? Oh, Rentner 99. Grüß dich. Wir hatten ja, wie gesagt, ein bisschen geschrieben gehabt mal. Willkommen, Rentner 99. Ja. Sorry für Rechtschreibfehler, wenn ich da ein bisschen Abenteuerlust. Einhorn. Toilettenpapierrolle. Schlüssel. Ich will die Truhe. Ich nehm's Gold. Toilettenpapierrolle und Toilettenpapierrolle. Schlüssel. Okay.
Ja, das finde ich ja ganz nett, aber. Ist nur möglich, wenn du heute noch keine Abenteuerlust verbraucht hast. Ah, okay, alles klar. Ja, dann mache ich das auf jeden Fall mal fertig. Und heute Abend werde ich sowieso. Oder die Nacht werde ich sowieso einen Stream. Nicht Stream. Da werde ich sowieso noch ein Dingens machen. Ja, nehmen wir die Sanduhr. Sanduhren sind mir irgendwie mal wichtiger. Komm, Schlüssel. Sehr schön. Du hast deinen Auftrag erfüllt und erhältst dafür 5 Heldentum extra. Way. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall wieder hier. Die Schatztruhe will ich haben. Da, das. Oh, sehr schön, ein Pilz. Können wir es jetzt umstellen? Nee, können wir nicht. Okay. Ja, ist okay, ne? Ist okay. Gefällt mir jetzt persönlich aber nicht Du siehst so. Ich bin irgendwie dann irgendwie so der sonderlich. Fan vom Klassischen. Irgendwie so, ja, ganz komisch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich so klassischer Fan. Dann kommt immer das mit. Das finde ich ganz, ganz strange. Okay. Ganz strange ist das hier. Bin ich echt am Überlegen? Nimm mal dich mit. Sehr schön, nehmen wir sie noch mit. Bam, 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 bam. Ja, ganz komisch. Ja, ich bin wirklich ein Fan vom Normalen, ne? Also macht mir überhaupt keinen Spaß. Einmal hier. Ziel, okay. Sehr schön. Zwölfeinhalb, machen wir mal das. Zack, haben wir da schon. Wir auf jeden Fall die Sanduhr wieder mit. Ja, also das Prinzip gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, ja, ist ja in Ordnung, ist ja mal so ganz cool, aber nee, die normalen Aufgaben gefallen mir wirklich besser. Ausbauten wollte ich hier mal. Da mal, genau, ich hatte mir noch ein paar Pilze gegönnt. Wie gesagt, jetzt kaufe ich mir erstmal keine mehr. Ich glaub. Ja, wir machen jetzt mal, passt mal auf hier. Wir Hallo. trinken das jetzt mal leer, machen hier. Den nehme ich mal. So, nehmen wir die Sanduhr. Jetzt lassen wir das mal 6 Minuten hier. Dann können wir mal hier ein bisschen drehen, ne? Ich habe einfach 5000
Lucky Coins, ne? Sehr schön. Ja, ja, ja! Pilz ist einfach mal das Schönste. Verdammt, schon wieder gewonnen. Einfach mal edel, wenn du so die Pilze kriegst. Ja, zweimal schon, komm, sechs, komm, alle guten Dinge sind drei, komm. Wir schaffen es noch einmal drei, oder? Einmal drei schaffen wir, los. Wir schaffen noch einmal, komm, wir haben noch neun Stück. Schaffen es noch einmal, komm. Ja, die Erfahrung nehme ich auch mal gern mit. Oh. Ah, schade. Komm einmal, los, bitte einmal. Nein. Ah, come on, los. Ja, über die Steine freue ich mich mittlerweile auch, weil jetzt können wir was damit anfangen, ne? Also. Wie machst du das? Jetzt bringt uns das ja was bei der Festung. Na komm, bitte, los. Ja? Na. Schade, es ging gut los. Ja, gut, komm, dann habe ich mal weggedrückt. So. Können, glaube ich, 24-4. 24-4 und 24-2. 24-2. Ich glaube, das war jetzt auch ein fetter Bonus von mir, ne? Und weil wahrscheinlich er noch dazu kam. Ja, 5-5, mega. Und 52. Ja, so langsam wachsen wir doch. So langsam. So, ich wollte in den Waffenladen, ne? Hier, einmal die Mütze hier. Die alte weg. Was haben wir hier? Weg mit. Weg mit. Brauchen wir alles nicht, ist alles Quatsch. Komm. Come on. Oh, den können wir kriegen. Ah, okay. Ja, ich will, wie gesagt, nicht so viel. Genau, ich habe ja das seltene Buch hier, 41,13 schon. Und ich habe ein bisschen offscreen hier das Sammelbuch habe ich schon gemacht gehabt. Ein bisschen mal hochgepusht. Was ich auch nochmal machen werde. Dann gehe ich einfach immer hier, suche mir hier die 15.000er. Solange ich den heiligen Kral noch nicht habe. Bringt's mir nichts und schwuppdiwo haben wir wieder drei mehr. Und das mache ich die ganze Zeit schon. Bisschen Pilze sparen, ne? So, was haben wir denn hier Feines? Da können wir noch nicht viel machen. Das baue ich gerade nochmal aus. Das hatte ich ja ausgebaut gehabt jetzt schon. Ich habe auch ein bisschen was für die Verteidigung hier getan. Ausbauten, 7.000. Machen wir nochmal jeweils eins rein? Ich weiß nicht. Komm, wir machen den Lehrmeister. 24-4 haben wir dann hier lehrmeistermäßig. 24-4, sehr gut. Gut, dann hau ich den Rest mal bei mir rein. Natürlich hier dann warten wir. Komm, na, jetzt überspringen wir mal. 12, nehmen wir das. Sehr schön. Hohoho. Na du kleines süßes Einhörnchen. Ganz kleinen Pilz will ich. Hier, ich gehe, glaube ich, hier auf die ganzen Specials. Ah, okay. Ja, irgendwie, man versteht's dann, ne?
5. Na, schade. Aber wir haben ja noch einmal die Chance, jetzt kommen. Ja, man versteht es ja dann auch. So, perfekt. Jetzt können wir hier... Lalalalalala und noch einen Pilz dazu bekommen. Sehr gut. Gut. Ja, da haben wir das auch schon wieder fertig. Dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich schon mal... meine Schicht zu übernehmen? So würde ich es machen. Weil ich ja später wieder reingehe. Können wir es jetzt umstellen? Nee, noch nicht. Okay, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Ja, ich wollte eigentlich einen Raid, aber den Raid starte ich, glaube ich, erst... Den starte ich, glaube ich, erst heute Nacht, beziehungsweise morgen. Dass wir dann morgen Abend, glaube ich, einen Raid machen können. Genau, dann hier. Ja, scheiße. Fuck, drückte. Einfach verdrückt. Meine Herren, meine Herren. So, come on. Du. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen in die Massen gegangen. Also 5 und 10 haben wir jetzt schon an Bogenschützen. Ich habe hier ein bisschen upgegradet, haben hier. Hier will ich auch noch vielleicht mal reinbuttern. Noch ein bisschen. Ja, die habe ich noch nicht so hoch gemacht. Das auf jeden Fall nochmal hoch. Das würde ich vielleicht auch nochmal so. Festung, klar. Schmied hatte ich ein bisschen. Stufe 5, Stufe 5. Und hier haben wir 3. Weil uns langt das ja an Krieger erstmal. Wir sind ja eh hier. Wir haben ja eh einen Haufen von allem. Jetzt reicht es aber. Also so bin ich erstmal vorangegangen. Können wir noch was machen? Glücksrad, wir haben nur 4800 Lucky Coins. Ey, das ist ja ein Wahnsinn, ne? Ich werde auch auf jeden Fall jetzt noch den Stream weiter gucken, dass ich das Achievement krieg. Ja, wir könnten jetzt noch ein bisschen Dungeon machen, ne? Und hoffen, dass wir ihn vielleicht... die hinkriegen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir den kriegen. Aber irgendwie auch nicht, ne? Ich will auch mal mit dem Zufallsgenerator das mal machen. Wir müssen eh, ich habe jetzt gesehen, wir müssen hier mal auch ein paar Sachen noch tauschen. Weil wir ja mittlerweile auch hier Ringe und allem kriegen, was ja... deutend besser ist, wie den Kram, den wir jetzt schon haben. Das auf jeden Fall, ne? Wenn ich da mal hier gucke, ne? Gut, das brauchen wir gerade nicht, das auch nicht. Aber so ein Ring. Oder hier haben wir dann, ja, 55 plus, sage ich mal. Oder hier den Ring. Da sind wir auch bei beiden besser. Als jetzt zum Beispiel... Als jetzt zum Beispiel, wenn wir ja den alten Ring behalten, dann haben wir Ausdauer und Intelligenz. Und hier haben wir Stärke, hätten wir nochmal 14 mehr. Und da haben wir 43, ja. Können nochmal hier gucken. Hier zum Beispiel, der hier. Der kloppt halt rein, ne? Boah, den hole ich mir, glaube ich, sogar. Komm, das kriegen wir doch hin. Los, das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Na, ah, das kriegen wir nicht hin. Okay, schade, 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 schade. Gut. Ja, brauchen wir jetzt 2000 irgendwie. Warte mal, wenn wir den Ring dann verkaufen, unseren, dann kriegen wir 40 rum. 40.
Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, den finde ich halt geiler, wenn wir dann richtig nochmal richtig reinbashen können. Und wenn wir Glück haben und wir kriegen jetzt noch hier einen grünen Diamanten, dann kloppen wir halt auch nochmal mehr rein. Dann bringt uns allein der Ring schon mal einen richtigen Push, ne? Ja. Wir haben jetzt hier schon mal Level 68. Ha, es ärgert mich ein bisschen mit dem. Ah, mit dieser Dingens, aber okay. Verlängern, den verlängere ich auch mal. Jetzt haben wir 31 Tage, das heißt, da haben wir wieder ein bisschen, das können wir nämlich auch dafür nutzen. Haben dafür ja ein bisschen Münzen gekriegt, ist auch so ein kleines, machen ja auch die ganzen, die extrem hart pushen. Die tun dann hier Diamanten, Mine 1, suchen sich dann irgendeine fette Gilde. Sag ich jetzt mal, wenn du Glück hast, wo du schnell reinkommst. Dann hauen die halt alles in Diamanten rein und immer direkt in die Rüstung und so pushst du dich halt hoch. Aber das mache ich nicht. Also so hart will ich dann nicht pilzen. Ich will die Pilze hier behalten, die ich hier auch dafür mal ausgebe. Beziehungsweise ich will sie dann auch sinnvoll nutzen und nicht dann 500 Pilze hier. Ich tue ja mal ab und an hier wie jetzt. Zack, hier mal nochmal probieren und hier. Aber dann lasse ich es auch irgendwann wieder, ne? Also ich gebe da nicht auf einen Schlag wie andere dann 10.000 Pilze aus. Das ist heftig. Gut, dann würde ich jetzt hier sagen, sind wir eigentlich fertig, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.